Wir sind in den Meerestiefen noch unterwegs und die letzten Runden brechen nun an. Bisher Betrug, Rage und ach, es ist bisher ganz, ganz schlimm. Es wurde noch kein einziger Stern verteilt. Und mal gucken, wie es hier nun im Finale aussieht. Kriegen wir es noch hin? Kriegen wir es nicht mehr hin? Ja, mal gucken. Let's go. So, was ist hier los? Die Toads haben die Items aus dem Regal geworfen. Bringen die Items wieder an ihren richtigen Platz. Hand bewegen, Item ablegen. Bogen öffnen, schließen. Okay. Merke dir, wo die Items vorher auf dem Regal lagen. Hast du weniger als 3 Punkte, verlierst du automatisch. Okay, Item nehmen. Und okay, okay, okay. Das wird schwierig. Okay. Okay, okay. Okay. Wo sind wir? Da sind wir. Komm, beginne endlich! Die Luigi-Mütze war auf jeden Fall hier links. Das weiß ich. Mario-Mütze war hier rechts. Wario-Mütze war hier oben. Dann die Krone von Peach war links neben Wario. DK war, glaube ich, noch oben. Und bei Pilz und Yoshi Eye bin ich mir unsicher. Ich mach's mal so rum. Aber die anderen machen es andersrum. Nein, ich habe den Pilz nicht mehr geschafft. Ich hoffe, ich krieg's durch Yoshi Eye jetzt einen Punkt. Ja, krieg ich. Na, immerhin hat sich das gelohnt. Also ich hätte alles richtig gehabt. Hätte ich eine Sekunde mehr gehabt. Sollte ich gewinnen, oder? Ja, okay. Sehr schön. Ich hätte auch mit 8 Punkten gewonnen. Okay. Das war jetzt nicht entscheidend. Aber wenigstens ein Minispielsieg. Das befriedigt so ein bisschen meine innere Seele. 45 Münzen. Also, es geht so langsam wieder bergauf. Aber wir haben keinen Itemladen in der Nähe. Und eigentlich wäre es auch nicht schlecht, wenn Wario den Stern bekommen würde. Aus dem vollen Grund, ich bin bald beim und mit genügend Münzen könnte man beim Buhu einen Stern klauen. Aber wenn kein Stern im Dings ist, dann wird's schlecht. Okay, Mario kommt wieder nach oben. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Mario darf keinen Stern bekommen bei so vielen Münzen. Das ist doch krank, was er da so hat. DK kommt wieder nach unten. Ist jetzt nicht schlecht, ist nicht schlecht. Dass der Stern da endlich mal wegkommt, das ist überhaupt... Ich hätte gerne den Stern, Alter. Ah. Eine 9. Okay, was kann ich hier? Item laden. 1, 2, 3, 4, 1. Ich gehe nach oben. Sowas von. Wehe, er sagt mir jetzt, du hast volles Inventar. Gibt es keine Option, Items wegzuschmeißen? Oh, nee. Zeige deine Gegenspieler von dem beweglichen Spielfeld. Verbrenne dich nicht an den Flammen. Stampfattacke angreifen. Vorsicht, das Spielfeld schrumpft von Mal zu Mal. Okay, A und Z ist, Stampfattacke. Okay, gut zu wissen. Was war B jetzt? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, einfach so schlagen. Will ich jetzt mal schätzen. Einfach den anderen ausweichen. Wird schon. Mario ist raus, das ist gut. Okay. Okay, okay. Ah, ne, A und Z war ja Stampfattacke. Warum? Ich hab ihn noch nicht getroffen. Ich hab ihn, ich hab ihn. Komm, komm, komm. Runter mit dir, runter mit dir. Wir haben beide gewonnen. Ich krieg keine Münzen. Wow. Letzte 5 Runden! Huhu! Nee. Wir haben noch keinen Stern. Nix! Nix! Das ist unfassbar! Mario.
Ich brauche danach eine Pause. Sowas von. Ich sehe schon kommen, dass ich das Brett offscreen für mich selber nochmal zocken muss. Also. So, DK kriegt jetzt endlich den Stern. Der erste Stern, der vergeben wird in der 95. Runde. Gefühlt. Das ist doch... Sowas hatte ich auch noch nie gehabt. Nie. Da bin ich nicht. Da bin ich nicht mal ansatzweise. Chance Time. Wenn jetzt in mir irgendwelche Münzen oder Münzen geklaut werden, dann verlasse ich den Raum hier. Dann muss ich meine Wohnung verlassen. Dann verlasse ich die Aufnahme. Dann kann das Spiel alleine weiterspielen. Ach. Wer hatte eben den Stern bekommen? Das war noch DK, oder? Der Stern geht an Wario. Hätte ich jetzt aufstehen können, aber Wario ist ja sowieso der Supporter des Spielers. Nee, Mario und DK. Also, war ja klar. So. Eine 10, das ist doch mal ordentlich. Ich muss mal 5 Münzen bezahlen. Aber naja. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich Items weg... Mal, kann ich Items wegschmeißen? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Aber ich kann ein Item jetzt einsetzen. Das ist natürlich nicht schlecht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich komme nach unten. Nicht verkehrt. Oder 1, 2, 3, 4, 5. Oder aufs Ereignisfeld. Der Stern ist da links. Ich muss eigentlich nach links gehen, um dann durch dieses Tor da zu gehen. Bleibt mir keine andere Wahl. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss nach links gehen. Und hoffe, dass ich nicht weggezogen werde. Da muss man einfach nur schnell A drücken. Das ist wenigstens ein bisschen mit Skill verknüpft. Mal gucken, ob ich Skill habe. Na, unten rechts will er mich. Nee, da will ich nicht hin. Also ich kann sehr, sehr schnell und gut hier A drücken. Das sollte hinhauen. Danke. Immerhin, das funktioniert. Immerhin, das. Ich muss wenigstens einstellen. Wario, wehe. Wehe! Aber für Wario ist es eigentlich auch nicht so gut. Für Mario ist für beide nicht so. Vielleicht brauche ich Unterstützung von meiner Luigi-Mütze, das kann sein. So, Blue Screen machen wir jetzt hier, keine Faxen. Was hier alles abgeht. Ich muss jetzt unbedingt mit DK gewinnen. Richtet eure Kanone auf das Baby-Bowser-Ziel und dann Feuer frei. Mit der Kanone ziehen, feuern. Das Baby-Bowser-Ziel bewegt sich gelegentlich. Zieht genau mit der Kanone. Die höchste Trefferzahl gewinnt. Alles klar. DK, wehe, du machst jetzt hier Schmutz. Wo bin ich? Ich bin da rechts. Da hat doch Wario die besten Chancen. Was ist das für ein Betrug hier? Da hat doch Wario wirklich die besten Chancen. Achso, es dreht sich so. Es dreht sich gerne mal. Wir liegen aktuell hinten, habe ich gesehen. Warum machen wir keine Punkte? Wetten ja, würfeln eine 2. Nein, ist in Ordnung. Wetten ja, würfelt irgendwie aufs
Bankfeld? Nee, doch nicht. Doch nicht. Aber Wario wird auch was Gutes gleich werfen. Was für ihn gut ist. Auch was Gutes für ihn. Aber ich wäre nach links gegangen, eindeutig. Ah, jetzt bin ich erstmal dran, okay. 9! Dass ich das noch erleben darf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blaues Feld oder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chance Time. Wie ich auf Chance Time hoffe. Danke, dass ich da jetzt weiter darf. So, nach unten eindeutig. Ich setze einen Schlüssel ein. Endlich, dass ich meinen Schlüssel einsetzen darf. Und dann Chance Time. Das war ja sowieso der Weg, den ich sowieso gehen wollte, wegen dem Stern. Da ist ja der Stern auch. Wario hat auch kein Platztauschfeld mehr oder Block mehr. So, was muss ich auswählen? Würfeln und sehen nach, was jedem Spieler wieder fährt. Ja, was ist da heute? Okay, ich muss um den Preis. Ist eigentlich Stern am sinnvollsten, würde ich schätzen. Okay, warte. 3 Sterne, ist in Ordnung. Komm, Luigi. Ja, gut, da wird nichts passieren. Ich habe keinen Stern. Hätte ja sein können, dass jetzt die Sterne von Wario auf wen anders gehen. Zu Mario wäre ganz schlecht. Zu DK, ja. Und zu mir wäre natürlich am besten. Minispiel. 4 gegen 4 ist in Ordnung. Ich weiß nicht mal, ob ich den Minispielstern habe oder so. Keine Ahnung. Neues Minispiel. Setz dich in die Flieger. Er trägt 2 Raketentypen. Schieße deine Gegner vom Himmel. Lenken, beschleunige mit A, mit B bremsen und Raketen abfeuern. Du kannst einen Kugelwilli abfeuern, indem du Z gedrückt hältst. Ist der Kugelwilli zielsuchend oder eher nicht? Gucken wir mal. Auf jeden Fall, das sieht schon mal mega cool aus. Wo bin ich? Ich bin unten links. Alles klar. Hä? Was war das gerade? Der Kuli scheint gar nicht schlecht zu sein. Ich hab DK getroffen. So. Kuli in die Menge rein. Mario ist getroffen worden. Wario ist raus. Ja. Nein, ich wurde getroffen. Wario wurde noch nicht. Wo ist denn Wario? Ich sehe Wario nicht mal. Hä? Ich hab ihn doch! Tief durchatmen. Die Chance, dass ich gewinne, stehen bei 0. Aber noch gebe ich nicht auf. Letzte 3 Runden. Ich muss unbedingt noch zum Stern kommen. Wario muss erstmal Münzen einzahlen. Das ist in Ordnung. Aber es juckt ihm halt rein gar nichts bei 400 Münzen. Also, es ist halt... Aber er kann sich jetzt richtig gönnen im Itemladen. Bestimmt Zauberlampe, oder? Goldpilz. Ist trotzdem schlecht. Okay, nur ein Skelettschlüssel. Wäre es ein Stern gewesen, wäre ich wieder weg gewesen. Dann hätte ich auch wirklich eine Pause, also eine längere Pause gemacht. Weil dann hätte ich mich wirklich abreagieren müssen. Oh mein Gott. Was geht hier nur ab? So, da ist der Stern. Verhau es nicht, Luigi. Kann auch von rechts da kommen, oder? Ja, kann man. Das heißt, Mario wird den kriegen. Sowas von. Jetzt bin ich mit Mario auch im Team. Kritzekreise. Kritzen wir mal ein bisschen herum. Mario muss dann richtig schlecht werfen. Wenn er mir den Stern vor der Nase wegschnappt, das ist... Nee.
Toad wurde in einen Stempel verwandelt. Umkreise ihn mit dem Zauberstift, damit er sich zurückverwandelt. Bewegen. Arbeite zusammen, um den Toad einzukreisen, sonst wird er nicht gerettet. Das sollte ich doch hinkriegen, oder? Das sollte ich doch hinkriegen. Mario, du gehst links rum, ich gehe rechts rum. Dann gehst du halt rechts rum. Fährt jetzt jemand? Achso, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Da sind wir ganz gut dran. Das ist letzte Schmutz, was wir hier machen. Okay, und wie hat es jetzt doch noch funktioniert? Dann kreise ich ihn halt selber so ein bisschen ein. Ich weiß nicht, was Mario da gerade vorhatte. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Na, immerhin ein Minispielsieg. Die 10 Münzen, die machen bei Mario auch nichts, außer vielleicht Minispielstern eventuell. Weiß ich nicht. Münzstern hat er auf jeden Fall. Ja, einen Stern habe ich nicht. Pechstern habe ich nicht. Ja, war klar, ist er. Bitte wenig mehr auf ihn, wenig mehr auf ihn. Du nimmst mir den Stern jetzt vor meiner Nase weg. Meins. Okay. Könnte knapp werden, könnte knapp werden. 13. Es ist... Ich könnte heulen. Ich könnte heulen. Wird nicht bei mir irgendwo in der Nähe? Natürlich nicht. Obwohl, nee, da komme ich so schnell nicht hin. Keine Chance, nicht in 2 Runden. Es ist vorbei, aus für mich. Ich habe keinen Stern, ich werde keinen Stern mehr jetzt kriegen. Das wird nichts mehr. So, ja gut, ist nur noch ein Knopf übrig. Keine Ahnung, was da passiert. Okay, Mario ist weg. Ja, ist in Ordnung. Vom Weg abgekommen. Das hat Mario bestimmt so geplant. Okay, gut zu wissen, was da passiert, wenn dann der Torpedo getroffen wird. Einzige Möglichkeit wäre so Chance-Time. Buhu. Aber zum Buhu komme ich jetzt auch nicht. Versteckter Block wäre eine Möglichkeit, aber mit einer 1 kann ich halt auch nichts erreichen und immer mit einer 10! Wieder 21 Münzen. Sorry, dass ich jetzt die Part so salty war, aber was hier halt abgeht, ist halt nicht normal. Ich werde auf Screen dann dieses Brett nochmal machen müssen, bestimmt. Ja doch, das muss man dann machen, das war damals auch in Mario Party. In einer Mario Party so, sagen wir es mal so. Glaube ich. Da führt kein Weg dran vorbei. Werde ich aber auf Screen machen und dann euch das Ende dann dementsprechend reinschneiden im nächsten Part. Das kann auf jeden Fall lustig werden. Schöne ist, dass Wario jetzt eventuell wegkommt. Nee, kommt er eben nicht. Da ist halt der Stern da direkt vorne. Mit Wario noch in einem Team. Mit dem, der die meisten Probleme da macht. Synchronsprung. Keine Ahnung, was das ist. Und dann haben wir noch eine Runde. Trifft dieselbe Figur auf dem Block wie dein Partner. Okay. A unter den Block springen, aber Vorsicht, trifft ihr Baby Bowser, dann verliert ihr einen Punkt. Ich muss hier nicht gewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo bin ich? Da bin ich. Ich springe mal. Okay, das war jetzt ein Glück. Nein. War klar. Aber warum haut das so häufig hin? Also das kapiere ich hier jetzt auch nicht. Es ist auf jeden Fall besser, wenn ich als Erster springe. Jetzt. Wir haben immer synchrone Dinger, aber... Ja, ist in Ordnung. Wir haben gewonnen. Ist in Ordnung. Ich kapiere dieses Minispiel nicht, weil irgendwie sieht das gerade bei Wario so aus, als würde dann einfach irgendwas kommen. Nicht gerade das, was angezeigt wird.
Das heißt ja synchron springen. Eigentlich müssten wir gleichzeitig springen, aber es ist ja eigentlich auch nicht so wirklich möglich. So, letzte Runde. Ja, die anderen sammeln nochmal schöne Ereignisfelder. Ich weiß nicht, wie wir das noch irgendwie ansatzweise gewinnen können. Ansatzweise, nee, keine Ahnung. So, DK ist dran. Gut, es gibt eh keine Items mehr. Chance Time wäre... Das macht auch nichts. Das macht auch nichts. Selbst wenn es jetzt um 50 Münzen geht. Hat keinen Unterschied. Keinen. Ich war noch der mit den zweitmeisten Münzen. Wetten, ich verliere jetzt so die ganzen Münzen. Dass ich auch dann der Münzschlechteste oder so bin. Blumenklatsche. Oh, das war ja das... Ah, dieses Reaktionsgedöns. A drücken, wenn die richtige Blume aufkreuzt. Die in der... In der Mitte wird jetzt eine Blume angezeigt, und zwar die blaue da. Und wenn bei den Karten eine blaue Blume erscheint, muss man sofort A drücken. Nein! Ich hab nicht... Ich bin raus. Dass man dann auch komplett raus ist. Braucht dann auch was zum Beruhigen. Oh, nee. Ich werde letzter. Ich werde sowas von letzter. Okay, ich habe jetzt nicht die zwei, die wenigsten Münzen von allen. Okay. Ich glaube, es hackt. Okay, Wario hat gewonnen. Keine Chance mehr. Es sei denn, ich kriege 3 Bonussterne und er keinen. Aber ich weiß nicht, mit was ich Bonussterne kriegen soll. Mit den Spielen auf keinen Fall. Münzstern auf keinen Fall. Bonusstern, nicht Bonusstern, sondern Ereignisstern auf keinen Fall. Nix davon. Itemstern nicht. Wanderstern nicht. Ich habe nix. Noch einmal ein Spiel. So, Leute, ich werde jetzt aber einen Cut setzen müssen, weil ich muss jetzt los. Ich habe keine Zeit mehr. Das ist das Problem. Daher, ich werde den Part nachher zu Ende aufnehmen. Und dann, ja, ich freue mich drauf nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich werde dann auf jeden Fall beruhigter sein, denke ich, hoffe ich. Also, bis gleich. Und dann spielen wir dieses komische Minispiel hier. Ach, das sieht ja ganz interessant aus. So, ich bin wieder da. Umkreise Glubschi so lange, bis er wegschrumpft. 15 Umkreisungen lassen Glubschi völlig verschwinden. Alles klar. Und warum willst du jetzt hier nicht nach rechts? Hallo? Controller? Controller ist aus. Controller hat keine Lust mehr. Ah, jetzt. Jetzt, okay. Berührst du Glubschi oder einen Fackler, fällst du hin und verlierst kostbare Zeit. Alles klar. Dann würde ich sagen, los geht's. Das war jetzt ein Kampf-Minispiel, richtig? Ich glaube, ja. Okay, die Pfeile zeigen an, wie man sich drehen muss. Alles klar, dann gucken wir mal. Lieber mit bisschen Abstand zum Glubschi. Dafür, dass man dann halt weniger getroffen wird. Ich glaube, ich bin ganz gut. Ich bin jetzt hier gerade auf Platz 1. Ein Minispiel, was mal läuft. Wow. Nein, da bin ich direkt reingerannt, aber ist nicht so schlimm. So, zack, wir haben es fast geschafft. Werde ich das jetzt noch verlieren? Wir haben am Anfang so gut gemacht. Nein. Nein. Komm, komm. Er muss doch fast weg. Ey, jetzt laufe ich noch dagegen. Jetzt laufe ich da noch rein. Es ist doch nicht wahr. Ey. Wie soll ich denn da durchkommen? Ich habe es geschafft. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? Aber ich habe es geschafft, tatsächlich. Ein Kampf-Minispiel, was ich gewonnen habe. Wuhu. Yay. Und alle... Was? Alle anderen sind Zweiter? Dadurch teilen sich so viele Münzen bei denen auf? Wow. Ja gut, habe ich jetzt nochmal ein bisschen Geld bekommen. Es macht jetzt nichts mehr aus. Jetzt kommt das letzte Minispiel. Und... Ja, es ist was Neues. Toads Tanztheater. Ja, gut. Das Problem ist ja, wenn ich jetzt das Brett nochmal neu spiele, dann werde ich auch Minispiele sehen, die ihr noch nicht gesehen habt. Na gut, das ist halt so. Koopa, Goomba und Boho tanzen. Merke dir, wer wann aufgetreten ist. Figur auswählen. A, bestätigen. A, B. Auswahl widerrufen. Koopa und seine Freunde werden tanzen. Jeder Spieler mit 3 richtigen Antworten hält Münzen. Okay. Ich weiß nicht, was man da jetzt genau sagen soll. Ich merke mir einfach, was die alle so machen.
So. Buru Gumba Koopa. Okay. Gumba in der Mitte, Koopa rechts. Hä? Wer war die dritte Person? Koopa, Gumba, Buhu. Buhu. Wie, das ist jetzt so falsch. Dass ich mir sowas Einfaches nicht merken kann. Zwei sagen Koopa. Habe ich das ernsthaft gerade verhauen? Jetzt habe ich es auf jeden Fall kapiert. Koopa, Koopa, Gumba, Buhu. Ach, okay, okay. Ich hab's mir gemerkt. Wer war die dritte Person? Von links. Das war auf jeden Fall Koopa. Anzeigebug! Es ging darum, 3 Siege zu haben. Das war keine Anzeige. Das Windspiel ist dann doch irgendwie ganz anders als erwartet. Wow. Okay, bringen wir es erstmal hinter uns. Oh, nee, ey. Oh, nee, ey. So schlimm diese Runden hier gewesen. Hat ist ja nicht wahr. Ich werde keinen Bonusstern kriegen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. So, das habt ihr gut gemacht, außer du, Luigi. Nun zu den Ergebnissen. Sind jetzt die Anzahl der gesammelten Sterne. Hier. So, Luigi hat natürlich 0, DK auch, Mario 1 und Wario hat ganze 3. Wow. Ach ja, nur wegen Glück. Anzahl gesammelten Münzen. Hier, Münzen, ja. Oh, Luigi, da warst du doch noch ganz gut. Aber Mario, was geht denn bei dir ab? Bonussterne werden vollermaßen verteilt. Beginnen wir mit dem Minispielstern. Den hat auf keinen Fall Luigi, den haben Mario und Wario. Ja gut, somit ist es besiegelt. Wario gewinnt sowas von, weil Luigi hat jetzt keine Chance mehr. DK auch nicht mehr. So, der Münzstern ist ja klar. Keiner kommt an Mario ran. Also das ist ja, ja. Und da der eigene Stern ist natürlich auch Mario. Luigi, du hast gar keinen einzigen Stern, du Lappen. Also mach dich hier weg hier. Weg hier, wir wollen dich hier nicht mehr sehen. Luigi, du brauchst da jetzt nicht hoffen. Wir scheinen nicht letzter zu sein. Wow. Nicht letzter. Wow. Oh Leute, ich hoffe, ihr, euch haben die Parts trotzdem gefallen hier auf diesem Brett. Und wie, ich weiß es nicht. Vielleicht wart ihr die ganze Zeit am Lachen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche erstmal eine Mario Party Pause. Was? Mario hat gewonnen? Was? Ach, die haben beide gleich viele Sterne. Okay. Ja, Ergebnisse im Detail. Minispiele. Da war ich gar nicht so weit entfernt. Hätte ich am Ende gewonnen, dann hätte ich den Minispielstern bekommen. Wow. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Das ist doch... Ja, gut, das ist klar. Blaue Felder. Rot Pechstern hätte ich bekommen mit Wario zusammen. Eigensfelder, ja gut, da. Ja, ja, okay. Schön. Das ist doch... Also, es war... Leute, der Part ist vorbei. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Und... Ja. Was für ein Tabu-Buhu. Du kannst unmöglich der größte Superheld des Universums sein. Du bist so eine Lösche. Also hau ab. Aber ich gebe dir noch eine Chance, ein Superheld zu werden. Ja, das möchte ich nochmal probieren, aber... Nicht jetzt. Ciao.